Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppenkriechtiere da draußen, und herzlich willkommen zurück zu dieser 33. Episode Let's Play Motorsport Manager. Ich freue mich wie immer riesig, dass ihr wieder den Weg zurück in unseren Rennstall gefunden habt. Und ich würde sagen, lasst uns direkt mal unsere Mails abchecken, liebe Schuppenkriechtiere. So, und wir sehen hier, Diaz hat in der, ja, im letzten Trainingsrennen die schnellste Rundenzeit rausgeholt, während Antonov nur die zweitschnellste Rundenzeit rausgeholt hat, aber ich weiß, dass Antonov dafür den dritten Platz im letzten Rennen belegen konnte, während Diaz meiner Meinung nach nur irgendwo im Mittelfeld gelandet ist. Wir können das ja mal kurz hier anhand der Platzierung überprüfen. Und wir sehen hier, ja, Antonov ist Dritter geworden, hier symbolisiert durch, ja, dieses, die bronzene Farbe, die eben den dritten Platz symbolisieren soll. Lasst euch hier auch nicht verwirren, das sind natürlich immer Punkte, die hier angezeigt werden und nicht Platzierungen. Und dann, upsala, dann wollen wir auch einmal bei Diaz schauen. Diaz, wo bist du? Da bist du. Ja, er hat 10 Punkte im letzten Rennen gemacht, das heißt, er muss entweder 10. oder 11. geworden sein. Eins von beiden. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Nee, es muss 11. gewesen sein, genau. So, ihr seht also, ja, die Trainingszeiten sind im Prinzip nicht besonders repräsentativ für den Ausgang eines Rennens. So, dann wollen wir uns einmal den Fahrzeugzustand anschauen. Wir sehen, dass Lisandro Cruz minus 50% auf seinem Fahrzeug hat und Rafael Rodriguez minus 56%. Welch eine Überraschung. Die Reparatur wird dementsprechend wieder 12 Stunden in Anspruch nehmen. So, dann haben wir hier noch ein Interview, was wir geben können. Das wollen wir natürlich auch tun. Und wir werden gefragt. Sie freuen sich sicher sehr über den Platz auf dem Treppchen für Rafael Rodriguez dieses Wochenende. Ja, da würde ich antworten, oder würde ich sagen, wir antworten hier natürlich absolut. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Warum sollten wir auch was Negatives antworten? Es war ja ein gutes Ergebnis. Und die nächste Frage lautet, Lisandro Cruz hatte Probleme und kam nur auf Platz 9. Ich würde sagen, wir antworten hier, es besteht kein Grund zur Sorge. Ich bin sicher, dass Lisandro bald wieder zur Form zurückfindet, denn es wäre ja sinnlos, eine negative Antwort zu geben, die dann gegebenenfalls die Moral von Lisandro Cruz wieder nach unten drückt. Das wäre ja absolut kontraproduktiv, liebe Schuppenkriechtiere. So, dann sehen wir hier einmal, dass eben Rafael Rodriguez wieder für den Podiumsplatz eben hier wieder diese Moral plus 5 bekommt für die nächsten 2 Wochen. Und die letzte Nachricht bezieht sich natürlich aufs Rennen. Dreyfus überrollt die Konkurrenz, denn Dreyfus hat es tatsächlich geschafft, hier den ersten Platz zu belegen. Und da muss man schon sagen, das ist eigentlich ziemlich untypisch für Dreyfus, denn Dreyfus fährt die Saison recht miserabel. Wir sehen es hier eben an den Punkten. Hier sogar zweimal vorletzte, also 19. Platz. Und nur ein einziges Mal konnte sie halt eben auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen. Ansonsten eher eine desolate Leistung über diese Saison hinweg. Und daher umso überraschender, dass sie dieses Mal den ersten Platz sich einverleiben konnte. Aber gut, wir lassen uns davon natürlich nicht beeindrucken. Bei uns läuft es auf jeden Fall bis jetzt wie geschmiert, liebe Schuppenkriechtiere. Und dann würde ich sagen, in dem Fall können wir eigentlich auch schon weiterklicken. Denn im Moment können wir, bis die Fahrzeugreparatur abgeschlossen ist, erstmal nichts weiter tun als das. So, dann haben wir 2 neue Nachrichten. Einmal natürlich ein Scouting-Report, den wollen wir uns natürlich direkt mal anschauen. Jeremy Woodford, ja, kein schlechter Fahrer, auch die Werte sind alle ganz okay. Allerdings, was mir hier überhaupt nicht bei ihm gefällt, ist einerseits hier der Verbremser, das Verbremsermerkmal, das eben dauerhaft ist und dafür sorgt, dass die Geschwindigkeit minus 2 Punkte bekommt, wodurch natürlich die Reifenabnutzung höher ausfällt bei ihm. So, dann wollen wir natürlich hier auch ein neues Scouting direkt anleiern. Wir sortieren einmal natürlich nach dem Asia Pacific Supercup und wir wählen jetzt einfach von oben nach unten alle durch, denn die interessanten Fahrer haben wir im Prinzip alle schon durchgescoutet. Es sei denn, es ist da noch irgendwo ein Rohdiamant dabei, den wir noch nicht entdeckt haben, aber ich bezweifle es eher. So, dann haben wir hier neue Sponsorenangebote, wollen wir uns mal den ersten hier anschauen. Hier wird uns eben angeboten, 7. oder besser zu werden. Dann würden wir eine Prämie pro Rennen von 600.000 bekommen. Fürs Vereinigte Königreich gäbe es hier sogar einen Modifikator von 2,2. Das würde schon im nächsten Rennen sozusagen greifen, weil wir dann in Großbritannien fahren würden. Allerdings muss ich euch sagen, liebe Schuppenkriechtiere, ich würde lieber noch ein paar Tage warten und gucken, ob sich hier noch mehr Sponsorenangebote bei diesem, bei diesem Platz 1 Sponsor-Ding hier auftut. Denn nur aus einem Angebot wählen zu können, da haben wir keine wirkliche Auswahl und das finde ich nicht so cool. Deswegen warten wir hier lieber noch ab, schauen aber hier mal rein. So, und hier sehen wir, ja, 3 verschiedene Anbieter, die wir hier haben. Tendenziell würde ich sagen, da wir jetzt momentan noch 4 Rennen in dieser Saison vor uns haben, würde ich lieber einen Vertrag nehmen, der kürzer ist, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass, sobald wir im Asia Pacific Supercup sind, die Sponsorenangebote, die wir dann bekommen, ganz andere Dimensionen haben als die jetzigen. Deswegen würde ich tendenziell sagen, ist, glaube ich, sogar das Beste, das Interessanteste für uns, entweder Brutus Tyres oder HX Telecoms.
Da das hier aber ein Rennen kürzer dauert, also nur 6 Rennen, würde ich sogar zu diesem hier tendieren, statt dem hier mit 7 Rennen. Auch wenn wir natürlich hier 50.000 Euro mehr pro Rennen bekommen. Allerdings ist die Vorauszahlung auch etwas geringer. Und deswegen würde ich sagen, wir entscheiden uns lieber für dieses hier. Und sacken natürlich direkt mal die 500.000 hier für uns ein. Und dann schauen wir noch, was für eine letzte Nachricht da ist. Ah ja, klar, die Fahrzeugreparatur wurde beendet. Dann können wir uns auch gleich an die Teileverbesserung machen, liebe Schummkriegtiere. Und dann wollen wir natürlich, würde ich sagen, die Motoren noch ein bisschen weiter voranbringen von der Zuverlässigkeit. Einfach aus dem Hintergrund, wir haben jetzt den Super-Überholmodus für Lisandro Cruz und da bräuchte er natürlich einen Motor, der das auch über längere Zeit durchhalten kann, diese enormen Leistungen, die er dann eben ausgesetzt sein wird. So, und von der Leistungsverbesserung her würde ich sagen, bleibt der Rest erstmal so weiter bestehen, denn das sieht ja soweit erstmal ganz gut aus. Dann können wir im Prinzip auch schon wieder weiter drücken und der Dinge harren, die da kommen werden. So, Moment, hier hat sich gerade eine neue Nachricht aufgetan. Wollen wir einmal kurz reinschauen. Bonus für Pole Position ab 2018 aufgehoben, ist eben die Frage. Wir lesen mal kurz, weil ich jetzt gerade nicht weiß, um was es hier genau geht. Schon seit einer Weile haben traditionelle Rennfans das System beklagt, unter dem in der European Racing Series Bonuspunkte für die Pole Position vergeben werden. In einer bevorstehenden Abstimmung der Global Motorsport Association werden die Teamchefs die Chance haben, die Regel aufzuheben. Ich glaube, es bezieht sich hier darauf, also weil die Pole Position, die kann man sich ja normalerweise nur durch die Qualifyings erarbeiten und da es keine Qualifyings gibt, glaube ich, dass es diese Regel ist, die eben gar nicht bei uns greift. Somit ist eigentlich diese Abstimmung völlig, ja, sinnbefreit. Dementsprechend werden wir uns auch hier die Stimme natürlich sparen, um sie dann bei einer wichtigen Abstimmung abgeben zu können. So, dann haben wir hier auch schon neue Sponsorangebote bekommen, wie ich es mir erhofft und erwartet habe. Und dann wollen wir einmal gucken, welches hier für uns, ja, das cleverste, das beste wäre. Ja, okay, da müssen wir mal kurz überlegen gemeinsam, liebe Schuppenkriechtiere. Ich würde tendenziell dazu tendieren zu sagen, das hier ist das Beste für uns. Einfach, weil wir hier die größte Vorauszahlung bekommen. Wir haben ja schon andere Sponsoren, die von uns verlangen, beispielsweise Dritte zu werden und 1,2 Millionen uns als Prämie anbieten. Deswegen ist die Prämie, fällt die sozusagen eh hinten runter, die brauchen wir gar nicht zu beachten, sondern wichtiger ist, wie viele Rennen müssen wir damit noch fahren? Hier 4, das würde bedeuten, genau nach diesen 4 Rennen wäre ja die neue Saison dann angebrochen und dann würden wir auch einen neuen Sponsor wählen können und wir würden aber hier direkt eine Vorauszahlung von 800.000 bekommen. Das finde ich eigentlich ganz angemessen und würde sagen dementsprechend, jo, das wollen wir haben, sacken einmal die 800.000 ein und dann sind wir schon bei 8,1 Millionen, also so langsam füllt sich unser Budget wieder auf, sodass wir dann in der nächsten Saison richtig hart durchstarten können, liebe Schummkriechtiere. Gut, in dem Fall haben wir im Moment erstmal nichts zu tun und können erstmal weiterklicken. So, dann schauen wir einmal ins Scouting rein. Und ja, hier haben wir offenbar Go Kanjiro oder, ja, nee, ist eine Dame, gescoutet. Ja, auch hier Potenzial im Prinzip ganz okay. Die fahrerischen Werte nicht so der Hammer, aber hier hat sie offenbar ein komisches, dauerhaftes Merkmal, verrückt. Echsenmenschen, sie kontrollieren alles. Ach, das stimmt nicht, dann gehörst du zu ihnen. Ich wusste es. Ach, wie witzig. Okay, also auf jeden Fall, die Beziehung zu Mechanikern reduziert sich dadurch oder kriegt einen Malus von 100 Punkten. Und jetzt möchte ich mal kurz euch erklären, um was es hierbei geht, für die, die es nicht wissen. Also ich glaube, das soll eine Anspielung sein mit den Echsenmenschen auf die sogenannten Reptiloiden. Also wer davon noch nicht gehört hat, gerne mal in YouTube Reptiloiden eingeben. Ja, das ist eine, nennen wir es mal eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass sozusagen alles Negative, was sozusagen auf unserem schönen Planeten passiert, gesteuert wird von einer, ja, außerirdischen Rasse oder auf jeden Fall von einer Rasse, die auf jeden Fall nicht menschlich ist. Und diese nennen sich Reptiloiden und sollen wohl, ja, böse sein, okay? Also ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, ich habe mir ein bisschen was dazu angeguckt, weil ich es ganz interessant fand, ob das jetzt wirklich glaubhaft ist. Naja, ich lasse es mal dahingestellt, die Beweise zumindest sind sehr dürftig, die da bisher kursieren, aber wenn es euch interessiert, wie gesagt, gebt einfach mal in YouTube Reptiloiden ein, dann werdet ihr sehen, worauf sich das bezieht und ich glaube, das hier soll sozusagen ein kleiner Seitenhieb zu dieser Verschwörungstheorie sein, eigentlich ganz witzig, dass man das eingebaut hat. So, dann wollen wir wieder in die Mails reingucken, hier sehen wir einmal den Scouting Report. Achso, Moment, nein, den haben wir uns ja gerade eben angeschaut, wir müssen aber natürlich noch jemanden zum Scouten reinklicken, so wie gesagt, wir machen von oben nach unten einfach alles durch, denn die wichtigen Fahrer kennen wir ja schon. Und dann können wir im Prinzip, Moment,
Teileverbesserung kurz nochmal reingucken. Okay, die Sachen verbessern sich hier schon gemächlich, sehr schön. Dann können wir es im Prinzip auch direkt wieder weiterlaufen lassen. So, dann wird jetzt hier einmal natürlich die World Motorsport Championship als auch der Asia Pacific Super Cup simuliert. Die World Motorsport Championship interessiert uns nicht so wahnsinnig. Ein bisschen anders sieht es aber aus mit dem Asia Pacific Super Cup. Denn da können wir uns einmal angucken. Ja, Pascal Becker ist hier mal wieder Dritter geworden. Ist auf jeden Fall dieses junge Talent, dieses 19-Jährige, was mich interessieren würde. Und wir sehen hier auch, führt nach wie vor die Fahrermeisterschaft an. Auch Sophie Sevilla, eine ganz talentierte Fahrerin, im Prinzip allerdings schon etwas zu alt. Und ja, Jeremy Woodford haben wir ja vorhin eben gescoutet gehabt. Ja, und wir sehen auch, dass die Teams bei den Teams immer noch Boa Esperanza, ja, die Tabelle anführt. Und mit diesen Teams werden wir uns dann nächstes Jahr auch, so wie es aussieht, rumschlagen müssen, zum großen Teil. Gut, einen Absteiger wird es geben, ob das jetzt Lucatelli Racing ist oder Krüger Motorsport oder vielleicht sogar Zampelli Engineering, wird sich dann zeigen. Aber wir wollen auf jeden Fall hierhin aufrücken in diese Serie und dementsprechend können wir jetzt auch wieder weiterklicken. Dann lassen wir es auch hier direkt weiterlaufen. So, da sind offenbar Arbeiten abgeschlossen worden und es gab hier irgendeine Beschwerde, wie es aussieht. Ein Dilemma bahnt sich offenbar an. Okay, die Leistungsverbesserung wollen wir erstmal in Angriff nehmen. Hier wurde offenbar alles aufgepimpt, was aufzupimpen war. Und jetzt müssen wir natürlich einmal gemeinsam schauen, was wollen wir noch weiter in der Leistung steigern. Wo ist da noch ein bisschen Luft nach oben? Gut, die Motoren haben wir jetzt zum Glück komplett ausgebaut. Also besser als so können wir sie im Prinzip nicht mehr gestalten. Die Frage wäre jetzt, wollen wir uns hier noch auf die Bremsen? Oder schauen wir erstmal, was in Guildford eigentlich benötigt wird. Okay, Aufhängung, Motor, dann können wir uns eigentlich im Prinzip um die Aufhängung kümmern. Wobei wir hier schon eine Aufhängung komplett auf maximal angehoben haben, dann würde ich sagen, wir nehmen hier noch die zweite einmal dazu, die noch recht schwach ist, aber theoretisch stärker werden kann als diese hier, die wir momentan auch verbaut haben. Und dann wollen wir natürlich noch, ich würde sagen, ja komm, wir bringen noch die Bremse an ihr Limit. Oder doch lieber das Getriebe, nein, wir bringen lieber das Getriebe noch an sein Limit, weil dann haben wir auch ein Getriebe mit 160 Punkten, was auch nochmal wesentlich stärker wäre. Gut, dann gehen wir nochmal in die Nachrichten und dann wollen wir uns einmal hier dieses Dilemma zu Gemüte führen. Hallo Schlange, unter den Mechanikern herrscht schlechte Stimmung. Sie sind in der Fabrik nicht sehr zufrieden, Sie haben ziemlich lange Arbeitszeiten. Was soll ich Ihnen sagen? Okay, sie bekommen einen Bonus entweder von 500.000 und dadurch bekommen wir auch noch bei beiden Mechanikern plus 25 an Beziehung. Oder wir sagen, findet euch damit ab, bekommen beide minus 5 an Beziehungen. Dürfte aber nicht so dramatisch sein. Wir checken das mal kurz hier aus. Moment, wie können wir das nochmal gucken? Teams, glaube ich. Nein, auch nicht Teams. Moment, ich werde es gleich gefunden haben, liebe Schuppenkriechtiere. Gibt mir nur einen Moment Zeit, meine Gedanken zu sortieren. So was bei Mitarbeiter wahrscheinlich. Nein, irgendwo kann man doch die, ja, die, wie heißt es denn? Also die Beziehung zwischen Mechaniker und Fahrer irgendwo doch sehen. Nein, ich habe keine Ahnung, wo wir sie sehen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie ist bei beiden auf 100%. Dementsprechend würde ich sagen, wir nehmen einfach diese 5 Punkte in Kauf und zahlen keine 500.000 dafür. So, Dilemma wurde also dementsprechend gelöst und dann können wir es auch schon wieder weiterlaufen lassen. Und schon kommen wir hier zur Abstimmung der GMA. Dann wollen wir uns der natürlich mal hingeben und wie gesagt, wir enthalten uns unserer Stimme, damit wir einfach für wichtige Entscheidungen, die auch irgendeinen Sinn haben, im Prinzip ja, mehr Stimmen in den Pott einwerfen können. Im Moment schaut es danach aus zu sehen, als ob diese Regel eben aufgehoben wird. Ja, sieht ganz danach aus. So ist es. Nee, Moment, ist es sogar? Nein, es wird nicht, also es bleibt bestehen, so wie bisher auch. Genau. Es wird also weiterhin jetzt Bonuspunkte, oder Moment, jetzt bin ich gerade selber etwas verwirrt, also die Abstimmung für die Aufhebung von Bonuspunkten für Fahrer in Pole Position ist beendet, die Regel wurde abgelehnt, wird also in der Saison nicht eingeführt. Das heißt, es bleibt weiterhin so bestehen, dass man für die Pole Position Bonuspunkte bekommt, was aber bei uns nicht funktioniert, also in unserer Rennserie, da es ja sowieso gar nicht zum Qualifying kommt, liebe Schuppenkriechtiere. So, dann wollen wir einmal wieder weiterdrücken und schauen, was da noch die nächsten Tage so auf uns zukommt. Wir drücken mal kurz Pause, nur um einmal noch schnell in die Teileverbesserung reinzugucken. Jawohl, der Motor und das Getriebe hier verbessern sich sehr stark, das ist sehr gut, denn ja, das Auto von Lisandro Cruz, das muss einfach ein bisschen was aushalten, wenn wir hier auch den Turbo-Überholmodus mit einschalten wollen. Und dann können wir es im Prinzip auch schon direkt wieder weiterlaufen lassen.
So, jetzt hält es wieder kurzzeitig an. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass es der erste war. Und dann kann es hier wieder weiterlaufen. So, da ist wieder Fahrerscouting abgeschlossen worden. Wollen wir uns direkt mal reinziehen. Wir sehen hier einmal Lorenzo Mori. Gucken wir uns den mal an. Okay, Potenzial nicht herausragend. Die Werte sind aber gar nicht schlecht. Allerdings hat er hier für diverse Merkmale, die offenbar negativ sind, bis auf eins. Und zwar Angsthase einmal, was minus eins auf Bremse und minus eins auf Überholen gibt. Dann hat er einen schweren Unfall in Tondela, was dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn er in Tondela fahren muss, minus zwei auf alle Werte bekommt, was wirklich bitter ist. Aber er ist dafür auch gleichzeitig Radrenn-Champion, wodurch er plus zwei auf Fitness bekommt und plus fünf auf seine Marktfähigkeit. So, dann wollen wir wieder in die Nachrichten gehen. So, das haben wir jetzt auch einmal durchgeklickt, dann wieder auf Scouting. Und dann wollen wir natürlich hier auch nochmal zwei weitere in die Scouting-Reihenfolge reinwerfen. Zwei Fahrer und dann können wir es auch schon wieder weiterlaufen lassen und dann befinden wir uns schon am Beginn des Trainings. Wie immer nehmen wir natürlich hier den dritten Platz mit 1,2 Millionen und wir sehen jetzt, hier haben sich schon, selbst ohne Boni würden wir jetzt nur noch minus 16.000 Euro pro Rennen erwirtschaften oder miese machen. Liegt natürlich daran, dass wir einen neuen Sponsorenvertrag abgeschlossen haben, der uns ein bisschen mehr Geld einspült in die Kassen. Und somit verringern sich auch immer hier auch schon ohne Boni die Miesen. Und mit Boni liegen wir natürlich im Moment bei 1 Million, die wir dazu bekommen würden. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir das natürlich realisiert bekommen, meine lieben Schuppenkriechtiere. So, dann wollen wir einmal direkt ins Training durchstarten. Beziehungsweise, nein, Moment, lasst uns noch schnell gucken. Hat sich denn inzwischen die Aufhängung schon so weit verbessert, dass wir die einsetzen können? Ja, sie ist sogar besser als die vorige. Dann würde ich sagen, wir geben Lisandro Cruz natürlich diese neue Aufhängung. Jetzt zwar nur 4 Punkte besser ist, allerdings hat sie auch eine Zuverlässigkeit von 87%, was natürlich eine ganz andere Qualitätsstufe ist als eben die mit 60%. So, dann lasst uns einmal gemeinsam starten ins Training und wir hoffen natürlich, dass wir hier in Guildford ja wieder unser Fahrzeug so schön eingestellt bekommen wie im letzten Rennen oder wie in den vorigen Rennen. Das ist natürlich immer das Ziel, sodass wir dann im entscheidenden Rennen, ja, Vollgas fahren können und uns hier möglichst schnell von hinten heraus nach vorne arbeiten. Denn ihr wisst ja, liebe Schuppenkriechtiere, wir haben halt nun mal das Problem, dadurch, dass wir immer so weit vorne in der Platzierung landen, dass wir halt immer von hinten heraus aus dem Feld starten müssen. So, und da sehen wir auch schon die schöne Strecke von Guildford, die wir dieses Jahr auch nur ein einziges Mal befahren, so wie auch in der letzten Saison. Eine der wenigen Strecken, vielleicht sogar die einzige, die nur einmal gefahren wird, während beispielsweise Mailand, München etc. Pro Saison zweimal befahren wird, auch wenn meistens in einem anderen Layout. So, dann wollen wir uns einmal natürlich die Fahrer zurechtlegen und dann uns einmal um die Fahrzeugkonfiguration kümmern. Jo, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier beim Abtrieb Richtung hoch. Ist jetzt einfach so mal mein erster Impuls. Vielleicht liege ich damit falsch, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ja, ich würde sagen so, gar nicht noch weiter nach links. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier Richtung Beschleunigen und beim Fahrverhalten gehen wir Richtung Übersteuern. So, wunderbar. Und dann sagen wir ihm natürlich, Reifen möchten wir lieber die Superweichen als die Weichen haben. Schauen wir uns kurz das Wetter an. Ja, sieht trocken aus. Dasselbe sagen wir dann auch zu Rafael Rodriguez. Beziehungsweise erstmal wollen wir natürlich hier den Abtrieb auch. Ich würde auch hier bei ihm sagen, machen wir den Richtung hoch. Moment, aber wir machen das teils, teils. So, genau. Bei der Getriebeübersetzung würde ich sagen, wir gehen hier Richtung Beschleunigung. Und beim Fahrverhalten würde ich sagen, wir gehen Richtung Übersteuern. Genau so. Und ich denke, das passt im Prinzip soweit auch ganz gut. Und dann würde ich sagen, super weiche Reifen. Und dann können wir das Training im Prinzip auch schon beginnen lassen, liebe Schuppenkriechtiere. So, dann werden wir jetzt natürlich unser Bestes geben, hier möglichst schnell eine gute Platzierung zu bekommen. So, dann geben wir hier direkt den Befehl, fahr los, Cruz. Und auch Rodriguez schnell hinterher, dass wir hier keine unnötige Zeit verlieren. Dann machen wir natürlich den Zeitraffer an. Und dann werden wir den zwei Fahrern sofort wieder befehlen, zurück in unsere Box zu kommen. Wir schalten erstmal aber um auf Cruz, da Cruz der Erste ist, der in die Box einfährt. Und dann wollen wir natürlich hoffen, dass wir hier direkt ein möglichst gutes Feedback bekommen, dass wir vielleicht schon gar nicht so weit daneben gelegen haben jetzt mit unserer ersten Einschätzung, mit unseren ersten Konfigurationen. Und schaut euch an, wie die zwei Fahrer hier synchron hintereinander herfahren. Das ist ja das reinste Autoballett.
So, und da sind wir schon angekommen, aber ich habe schon gesehen, eieiei, die Smileys sahen überhaupt nicht glücklich aus, liebe Schunkrichtiere. Wir sind gerade mal bei 37%. Das ist natürlich alles andere als gut gelaufen. Offenbar müssen wir genau in die entgegengesetzte Richtung. So, nee, Moment, wir wollen aber erstmal über den Abtrieb arbeiten, liebe Schunkrichtiere. Ihr wisst ja, sonst liegen wir schnell daneben. Ich hoffe, dass es erstmal in die Richtung geht, weil sonst haben wir, sonst müssen wir halt wieder zurückstellen. Ich würde sagen, machen wir mal so. Und dann müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir hier die Getriebeübersetzung deutlich nach oben schrauben. Ich denke mal, so in diesem Bereich müsste das schon eher an dem dran sein, was wir haben wollen. Und ja, hier viel mehr als so rüber kommen wir offenbar nicht. Dann würde ich einfach es probieren erstmal so, ob das so richtig ist. Und das werden wir dann gleich sehen. Und dann können wir weitere Einstellungen vornehmen. So, dasselbe gilt natürlich auch für Rafael Rodriguez, der ebenfalls ein vollkommen schlecht eingestelltes Auto hat. Mit nur gerade mal 31%, also noch schlechter als zuvor. Beim Abtrieb müssen wir mal gucken, da müssen wir auch offenbar mehr Richtung niedrig gehen, allerdings nicht zu sehr, denn wir sind hier schon auf schlecht gestanden, wie wir sehen. Also würde ich mal tendenziell hier davon ausgehen, dass es ungefähr in diesem Bereich liegen müsste, vielleicht nicht mal ganz so weit. Und bei der Getriebeübersetzung gehen wir natürlich sehr viel mehr Richtung Höchstgeschwindigkeit in dem Fall. Und dasselbe gilt dann auch für das Fahrverhalten, wo wir sehr viel mehr Richtung Untersteuern gehen werden. So, die Stints passen soweit, die Reifenwahl passt soweit auch und dann kann auch Rodriguez direkt wieder auf die Strecke rausfahren und uns hier, ja, zeigen, wie gut wir das Auto eingestellt haben, nachdem wir eben von ihm bzw. von beiden Fahrern das Feedback dazu erhalten haben. So, wir sagen zu beiden natürlich gleich wieder, ihr sollt wieder hereinfahren, sobald ihr wieder da seid. Wir warten also einmal kurz ab, bis sie ihre Runde zu Ende gedreht haben. In der Hoffnung natürlich, vielleicht kriegen wir schon hier über den Funk ein Feedback darüber, ob das jetzt zumindest mal besser oder schlechter eingestellt ist, wobei ich davon ausgehe, dass wir grundsätzlich alles richtig gemacht haben. Ja, die Aerodynamik fühlt sich jetzt viel besser an, sagt zum Beispiel Rodriguez. Und hier haben wir es auch schon bei Cruz gesehen. Da sind wir auf jeden Fall schon sehr viel näher am richtigen Wert dran, sind sogar direkt bei 90%. Also viel falsch gemacht können wir hier nicht haben. Dann wollen wir hier einmal schauen. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir hier noch weiter nach unten steuern und noch mehr Richtung Höchstgeschwindigkeit? Nein, tendenziell würde ich eher sagen, genau umgekehrt. Wir müssen wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr zurück. Das ist zumindest mein erster Eindruck. Das wollen wir auch einmal ausprobieren. So, dann wollen wir auch einmal den Abtrieb hier ein ganz kleines bisschen umstellen. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung ist richtig? Ich würde sagen, wir probieren erstmal so rüber. Und stellen es dann gegebenenfalls wieder in die andere Richtung zurück. So, ansonsten passt das soweit und dann kann auch Cruzy Boy wieder losheizen. So, Moment, da müssen wir natürlich hier auch noch bei Rafael Rodriguez die Sachen vernünftig einstellen. Hier sind wir immerhin bei 81%, also auch schon wesentlich besser als vorher. Dann wollen wir uns einmal angucken, ja, wie weit wir noch daneben liegen. Ja, offenbar schon noch ein bisschen. Dann wollen wir auch hier den Abtrieb noch ein bisschen mehr Richtung niedrig verändern. Ja, ich würde sagen, so und so, Moment, ich will es hier genau auf 14 Grad haben, so wunderbar. Und jetzt müssen wir natürlich auch hier schauen. Mist, jetzt habe ich gerade gar nicht geguckt, von wo wir gestartet waren. Okay, wir waren von da hinten gestartet und sind jetzt bei gut und okay. Also gut und gut. Da müssen wir gleich halt noch ein bisschen rumexperimentieren. Okay, wir stellen das hier wieder erstmal auf 14 zurück. Und hier auf 24 bitte. So, und dann wollen wir natürlich hier ein bisschen rumdoktoren, in welche Richtung wir uns hier noch weiter bewegen müssen. Könnte natürlich sein, dass wir noch mehr Richtung Höchstgeschwindigkeit müssen, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte aber auch genau die verkehrte Richtung sein. Wir probieren einmal Richtung Höchstgeschwindigkeit und untersteuern. Sollte das eben die falsche Wahl gewesen sein, dann wissen wir auf jeden Fall, wir müssen zurück genau in die entgegengesetzte Richtung. Und dann sind wir eigentlich auch schon recht nah am Optimum meiner Meinung nach dran. Dann können wir sie auch direkt wieder losschicken. Und dann schalten wir mal auf Cruz um, bis er auf der Strecke ist, damit wir ihm sagen können, er soll bitte nach der Runde direkt wieder zu uns kommen. So machen wir das einmal. Und dasselbe auch natürlich für Rodriguez. Dann schalten wir wieder auf Cruz um, da er natürlich wieder der Erste ist, der in die Box zurückkommt. Und dann hoffen wir, dass das jetzt möglichst gut war, die Einstellung, denn ich würde gerne die Fahrer auch ein bisschen fahren lassen, sodass wir das Konfigurationswissen noch weiter nach oben drücken können. So, Cruz wird jetzt gleich in die Box wieder einfahren, da ist er schon, upsala, hier, und da habe ich schon gesehen, zwei lilane Smiles und ein grünes, 97%, also viel besser können wir die ganze Sache eigentlich gar nicht mehr gestalten. Schön wäre natürlich, hier es noch irgendwie hinzubekommen, vielleicht ihn doch noch auch auf ein lilanes Smiley zu bekommen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Denn wenn wir jetzt das eine verstellen, verstellen wir auch das andere. Ihr kennt ja die Problematik hier. Wir gucken mal kurz, wo haben wir uns hinbewegt, nach da. Okay, ich würde jetzt einfach tendenziell das mal ausprobieren. Vielleicht ist das dann immer noch hier in einem Super-Smile-Bereich und das kommt dann auch noch in den Super-Smile.
Bereich rein. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. Dann würde ich sagen, im Prinzip, egal jetzt, ob das passt oder nicht, ich würde ihn einfach komplett schon die Stints durchfahren lassen, denn im Prinzip, wenn diese Einstellung jetzt nicht richtig war, die hier behalten wir auf jeden Fall, die bleibt ja bestehen und dann können wir ihn jetzt erstmal hier losfahren lassen. So, da kommt auch schon Rafael Rodriguez, bei ihm sieht es noch gar nicht gut aus, das ist auch nicht wirklich gut für uns, dass das noch so schlecht aussieht, denn hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten. Also hier haben wir auf jeden Fall uns, also wir wissen das bei der Geschwindigkeitsbalance, haben wir offenbar uns in die falsche Richtung bewegt. Anders sieht es allerdings aus beim Fahrverhalten, da sind wir in genau die richtige Richtung gegangen. Und auch, ja, beim Abtrieb hätten wir doch mehr Richtung hoch müssen. Jetzt bin ich etwas irritiert. Nee, okay, macht absolut Sinn, das Ganze. Moment, wir schauen nochmal. Okay, da müssen wir also das Fahrverhalten... Okay, ich weiß genau, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt einmal ein bisschen rumdoktern. Aber das kriegen wir hin, liebe Schuppen, kriegt ihr gar kein Thema. Wir gehen also hier erstmal Richtung 26 Grad. So, da müsste das ungefähr schon passen. Dann müssen wir das Fahrverhalten einmal wieder hier auf eine Linie bringen, denn wir wissen, da war auf jeden Fall ein grünes Smiley. Das muss nicht mal genau auf der Linie sein, vielleicht treffen wir sogar das Lilane damit. Allerdings bin ich jetzt verunsichert bei der Geschwindigkeitsbalance. Was wäre denn hier ange... Moment, jetzt müssen wir das nochmal kurz angucken, weil sonst bin ich völlig verwirrt. Okay, wir müssen bei der Geschwindigkeitsbalance offenbar nach rechts. Moment, wir lassen es, glaube ich, direkt mal... Ne, wir machen das so wieder. Okay, also 26 hatten wir hier gesagt. Jeweils und hier 16. So, wunderbar. Dann wollen wir einmal genau das wieder hier einstellen, so, zack, und dann das hier auf eine Linie bringen. Nein, beziehungsweise wollen wir nicht, sonst haben wir ja nur ein grünes Smiley. Wir wollen natürlich gucken, ob wir es vielleicht hinbekommen, sogar ein grünes Smiley zu erzeugen, ein lilanes Smiley zu erzeugen, liebe Schuppenkriechtiere. Das wäre natürlich das Beste für uns. Ja, machen wir mal so. Und bei der Steifheit des Fahrzeugs... Ne, Moment, nicht bei der Steifheit, Entschuldigung. Nicht bei der Aufhängung, sondern natürlich beim Getriebe müssen wir noch ein bisschen mehr Richtung Beschleunigung gehen. Ich würde sagen, so, und dann sollte die Sache theoretisch passen. Ich hoffe es zumindest. Ihn lassen wir allerdings gleich wieder zurückkommen, denn so wie es jetzt momentan konfiguriert ist, gefällt es mir noch überhaupt gar nicht. Und sagen ihm dann, komm, fahr jetzt los. Und gib uns dann bitte vernünftiges Feedback. So, Cruz fährt jetzt einfach hier weiter und wir sagen ihm schon mal, er soll Vollgas einfach fahren. Er soll einfach hier die Runden zu Ende bringen, während Rodriguez natürlich so schnell wie möglich wieder in die Box zurück soll, damit wir hier das Auto weiter einstellen können. Denn das taugt uns natürlich so, gerade wie es jetzt momentan eingestellt ist, überhaupt nicht. So, wir sehen auch gerade, dass jetzt Cruz seine erste Runde nach Zeit dreht. Und er hat momentan auch niemanden vor sich, das heißt, er sollte eigentlich ganz gute Zeiten herausholen können, das hoffe ich zumindest. So, und wir sehen hier, war schon mal ein lilanes Super Smile, ein grünes Smile, wir sind bei 94%, das passt eigentlich im Prinzip also auch ganz gut. Jetzt nur die Frage, wo habe ich es denn hier vergeigt, dass wir auf einmal kein grünes Smiley mehr haben? Okay, da muss man offenbar noch einen Tick mehr nach darüber gehen. Ja, sollten wir aber im Prinzip problemlos hinbekommen. Das heißt, wir machen das Fahrverhalten so, zack, einmal darüber und dann sollte die Sache eigentlich schon passen. Und dann lassen wir auch Rodriguez die restlichen Runden dann einfach so weiterfahren. Denn ansonsten ist eigentlich alles im Prinzip jetzt schon zufriedenstellend bei uns. So, und wir sagen ihm natürlich auch, hey, hol bitte das Maximale aus deinem Fahrzeug raus. Und fahr einfach so schnell du kannst. Damit wir eben das Konfigurationswissen hier noch weiter nach oben drücken können. Wir sehen schon bei Cruz, dass er schon bei hoch ist und vielleicht... Na okay, tendenziell denke ich nicht, dass er mehr sehr hoch erreichen wird, aber er wird hier auf jeden Fall einiges an Wissen zusammensammeln für uns. Und er hat auch immerhin schon die drittschnellste Runde geschafft. Also er fährt hier wirklich wie der Teufel und im Moment hat er wieder niemanden vor sich, wodurch er vielleicht sogar seine Zeit unterbieten kann. Nein, wir sehen nämlich schon, dass die zwei anderen Sektoren nicht schnell genug waren, dann wird er es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Nein, hat er auch nicht. Dann ist es aber interessanter für uns zu erfahren, wie es gleich Rodriguez ergehen wird, der hier gerade seine erste Runde fährt, bei der auch die Zeit gemessen wird. Wir sehen schon mal, dass der zweite Sektor der schnellste überhaupt bisher war.
und demnach könnte er sogar vor Cruz landen mit der Zeit. So ist es. Er hat sogar die schnellste Runde des gesamten Trainings gefahren. So, da kommt jetzt nochmal Cruz angefahren, der vielleicht das Ganze nochmal überbieten will. Nein, tut er nicht. Er bleibt auf dem dritten, also schnellste Runde und drittschnellste Runde in diesem Training. Das kann sich sehen lassen, liebe Schuppenkriechtiere. Da haben wir wirklich alles richtig gemacht. So, dann wollen wir uns gleich mal anschauen, ja, was die Medien wieder verzapfen, ob es hier mal ausnahmsweise mal was Interessantes zu lesen gibt oder ob wir wieder dieselben Geschichten lesen müssen. So, die Session lief gut für Rafael Rodriguez, das nenne ich Talent. Klingt nach einem Text, den wir noch nie gehört haben. Bei Predator Racing Group lief alles wie am Schnürchen. Schlangenzunge freut sich sicher wie ein Schneekönig. Nein, natürlich wie ein Schlangenkönig. Ist ja klar. Aber nein, lief im Prinzip alles soweit sehr gut. Und ja, da ist dem nichts mehr hinzuzufügen. In dem Fall, denke ich mal, liebe Schuppenkriechtiere, können wir uns auf das bevorstehende Rennen in Guildford durchaus freuen. Das wird mit Sicherheit sehr gut laufen. Und in dem Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr das Ganze kommentieren wollt, dann tut das immer gerne. Und wenn ihr mir helfen wollt, noch mehr Schuppenkriechtiere in den Weg, ja, in unseren Rennstall zu weisen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr über eure sozialen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Google+, oder eben Twitter, meine Videos teilt. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.